Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid am Wettkampftag 2 von Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics. Heute mit Skispringen und Skilanglauf. Außerdem gehen wir nachher noch einer Frage auf den Grund, die da lautet: Wie schneiden denn eigentlich die Länder ohne Berge hier bei Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics so ab? Außerdem Jugend trainiert für Paralympics das erste Mal beim Winterfinale in Nesselwang dabei. Über 50 Sportler mit Handicap sind hier bei den 650 Sportlern dabei. Und ich finde, das ist doch mal eine ganz tolle Sache. Sieht aus wie immer, ist aber nicht ganz so wie immer. Das sind nämlich Skilangläufer mit Handicap. Tja, gar nicht so leicht zu erkennen. Zum ersten Mal in der Geschichte von Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics treten auch geistig und sehbehinderte Athleten beim Winterfinale an. Und das ist doch nun mal wirklich eine echt tolle Sache. Das gemeinsame Zusammenleben, ich denke, das ist sehr gut. Vor allem wird dann die ganze Veranstaltung größer, man kommt sich näher, man hat Spaß miteinander. Und ich denke, das ist einfach sehr wichtig. Zweiter Wettkampftag und das heißt nun, nach den Einzelrennen gestern stehen heute die abschließenden Staffeln auf dem Programm. Spannung pur ist also schon mal garantiert. Die seh- und geistig behinderten Sportler gehen zwar zusammen auf die 2,5 Kilometer lange Strecke, werden aber getrennt gewertet. Zu Beginn ist auch noch kein großer Unterschied zu erkennen, aber schon am ersten Anstieg kann sich der geistig behinderte Robert Pavalen mit der Nummer 110.1 absetzen. Wie ein Profi durchläuft der bayerische Schüler den Parcours mit einer runden Bestzeit von 9 Minuten 11,87 Sekunden und schickt seinen Teamkollegen so mit einem guten Vorsprung ins Rennen. Und den können sie am Ende sogar in einen Sieg umwandeln. Damit gewinnt Bayern die Staffel der geistig behinderten Langläufer. Boah, ich bin sehr glücklich, weil wir hatten davor, war lagen wir hinten, haben wir schon an uns geglaubt und haben es heute geschafft. Ich bin sehr glücklich. Ich denke, der Knackpunkt war heute, dass wir die Strecke vor den anderen uns heute mal angeschaut haben und die Schüler genau wussten, wie sie sich einteilen mussten. Dass sie nicht sofort alles geben, sondern sich noch immer wieder auch in den Abfahrten erholen und so. Das war heute das Erfolgsrezept. Für großen Ansporn sorgt natürlich auch immer hohe Prominenz. Na klar, Michael Greiß, dreifacher Goldmedaillengewinner im Biathlon von Turin, schaut den Nachwuchsathleten in seiner Heimatstadt gerne zu. Ja, also ist natürlich jetzt für mich schwierig einzuschätzen. Bei mir damals war es so, das ist ja schon lange her, ich habe mich gefreut auf solche Wettkämpfe. Da ist natürlich Olympia, ist natürlich noch relativ weit weg, aber der DSV engagiert sich jetzt auch verstärkt hier. Die Schüler und Schülerinnen sollten irgendwann mal auch dann die Topathleten werden. Top motiviert gehen auch die Langläufer der Mixed-Team-Staffel Wettkampfklasse 4 ins Rennen. Jeweils zwei Mädchen und zwei Jungen verschiedener Jahrgänge kämpfen hier zusammen um den Sieg. Die Favoriten, klar, natürlich die Schneeländer. Und die gehen auch auf den ersten Runden in Führung. Hier in Form von Amelie Werle. Sie kommt aus dem Gymnasium Titisee-Neustadt. Doch Amelie weiß, wie schnell kleine Patzer eine solche Führung kippen lassen können. Also am Anfang war es ganz okay und da waren wir auch ziemlich gut dabei und dann ist einer meiner Freundinnen in den Weg reingefahren und jetzt sind wir Fünfter. Schade, schade, aber Platz 5 in der Mix-Staffel beschert den Schülern von Titisee-Neustadt in der Gesamtwertung dann sogar noch Bronze. Herzlichen Glückwunsch. Gold sichert sich am Ende des Tages das Chiemgau-Gymnasium Traunstein und Silber geht an die Upland-Schule Willingen. Auch Ihnen allerherzlichsten Glückwunsch. Skilanglauf beim Winterfinale 2015, ein Vorzeigebeispiel für gelungene Inklusion. Diese Premiere macht wirklich Lust auf mehr. Da haben wir es wieder gesehen, die üblichen Verdächtigen, die Schneeländer, waren natürlich wieder ganz weit vorne mit dabei bei Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics beim Skilanglauf. Ja, alle 16 Bundesländer sind ja vertreten, was auch richtig cool ist, aber trotzdem ist irgendwie bemerkenswert, dass bei keinem anderen Bundesfinale, wie hier bei diesem Winterfinale, die Chancenungleichheit so groß ist. Mein Kollege Benjamin Fieler hat sich mal umgehört. 650 Schülerinnen und Schüler aus 15 Bundesländern waren hier in Nesselwang dabei. Nur Brandenburg fehlte. Für ein Winterfinale von Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics ein fantastischer Wert. Natürlich gibt es große Leistungsunterschiede, schließlich findet man ja nicht überall in Deutschland Berge mit Loipen, Pisten oder Schanzen. Und mit dem Schnee ist das ja gerade im Norden zum Beispiel auch immer so eine Sache. Die Schüler oder die Sportler, die in Schnee
Regionen wohnen, das aber auch trainieren. Die haben schon einen Vorteil. Aber auffallend ist, dass auch schneeferne Regionen, Hamburg, Bremen, Berlin, dass da Schüler und Schülerinnen dabei sind, die sich unheimlich gut präsentieren. Dabei sein ist alles, dieser olympische Urgedanke, hier ist er quasi mit Händen zu greifen. Und das Tolle am größten Schulsportturnier der Welt ist ja gerade, dass hier alle Bundesländer mitmachen dürfen. Also auch Sportler, die von den regionalen Voraussetzungen hier eigentlich keine Chance hätten. Sport hat eigentlich jeder im Blut, man muss es nur machen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Sport zu betreiben. Für mich ist der Angelhaken jetzt als Sportler, als Wintersportler gesehen, was ich schon gesagt habe, Inline, Nordic Plating mit Stöcke, mit Rollski und dann den Wunsch, das auch auf Ski ausüben zu können. Und wer sagt denn eigentlich, dass nicht irgendwann auch mal ein Bundessieger beim Winterfinale aus dem Norden kommen kann? Und es gibt überall sehr starke, talentierte, sportlich talentierte junge Menschen. Man muss ihnen nur die Möglichkeit geben, ihr Talent zu entdecken. Sich mit den Besten zu messen, Siege zu erringen oder einfach nur dabei zu sein, um Spaß zu haben, all das ist Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics. Und dabei ist es völlig schnuppe, ob die jungen Sportler nun aus Schleswig-Holstein, Berlin oder Bayern kommen. Ich habe mich jetzt hier wieder an die Skisprungschanze in Füssen gemacht. Hier findet gleich der Teamwettbewerb im Skisprung statt. Und da schauen wir doch mal, welche Bundesländer hier eigentlich heute antreten. Ich habe hier so eine schicke Broschüre. Also wir haben Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Thüringen. Tja, die Berliner nicht vertreten, aber wenn man mal überlegt, wo sollen die denn bitte auch in Berlin eigentlich trainieren? Naja, schauen wir aber mal, wie die Nicht-Schneeländer sich heute hier so anstellen. Da bin ich nämlich ganz gespannt und ich würde sagen, Schanze frei für den Teamwettbewerb im Skisprung. Aufgepasst, hingeschaut und mitgeflogen. Am dritten Wettkampftag der Skispringer wollten alle 6 Bundesländer nochmals überzeugen. Nach dem Einzelspringen am Vortag ging es nun für alle Athleten ans Eingemachte. Gestern haben wir Einzelspringen gehabt und heute ein Teamspringen. Und ja, ist ganz was Besonderes. Normaler eine Sportart wie Skispringen, wo es eher um den Einzelnen geht, jetzt hier mal als Team aufzutreten. Also ganz was Besonderes und die pushen sich ganz schön. Also es ist schön anzuschauen. Mit dabei auch er, na klar, Tristan Sommerfeld, der Gewinner des Einzelsprings. Er trat mit seinen Mannschaftskollegen vom Regionalteam Erzgebirge Chemnitz an und wollte nach dem nicht ganz überraschenden Sieg am Vortag wieder voll angreifen. Das Team Erzgebirge Chemnitz zählt sicher zu den Favoriten heute und man ist abhängig sicher von der Tagesform, aber die haben definitiv die Chance, auch heute den Sieg zu gewinnen oder den Sieg zu erkämpfen. Doch ganz so wie geschmiert lief es dann doch nicht für das Bundesland Sachsen, denn das Team Inselsberg aus Thüringen hat mit Cindy Harsch und Max Herbrechter gleich 2 heiße Eisen im Feuer und konnte sich nach dem ersten Durchgang an die Spitze setzen. Die Kinder haben eigentlich das gezeigt, was sie gestern auch schon konnten. Sie haben ihren Vorsprung von gestern noch ausgebaut jetzt nach dem ersten Durchgang. Das ist schön und jetzt kommt jeder noch einmal dran. Jetzt muss jeder noch mal schön konzentriert bleiben, eine schöne Landung machen und dann klappt das. Die Fans natürlich jetzt gespannt auf den zweiten Durchgang. Doch so richtig gefährlich konnte den Thüringern heute keiner mehr werden. Um ganze 17 Punkte distanzierte das Team Inselsberg die Konkurrenz und setzte sich damit verdient die Krone auf. Platz 2 ging an die Mannschaft der Uplandschule Willingen vor dem heimischen Team aus Bayern. Es ist sehr erfreulich, weil letztes Jahr hat es nicht so richtig geklappt in Schonach. Aber wir sind sehr froh, dass wir hier in Füssen dann den Sieg geholt haben. 2 Tage vollgepackt mit bester Skisprungunterhaltung gehen damit zu Ende. Der Nachwuchs hat gezeigt, dass mit ihm zu rechnen ist. Und wer weiß, vielleicht sehen wir die Teilnehmer von heute schon bald wieder, wenn es heißt Jugend trainiert für Olympia, Winterfinale 2016. Ja, Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics. Das Winterfinale hier in Nesselwang 2015 ist vorbei. Und wir befinden uns jetzt hier in der Alpinspitzhalle und warten darauf, dass die Abschlussveranstaltung gleich losgeht. Neben mir ist jetzt der Christoph. Christoph, wo kommt ihr denn alle her? Also wir kommen aus Kiel, aus Schleswig-Holstein und ja. Und ja, genau. Was waren denn die letzten 3 Tage? Also
alles, was dir jetzt einfällt dazu. Was waren deine Highlights? Wir waren ja bei Skilanglauf, Wettkampfklasse 3 und 4, Jungen und Mädchen. Und was einfach riesig Spaß gemacht hat, war das Zusammensein mit den anderen und der Spaß am Sport. Und auf jeden Fall, unser Team war super. Da nochmal ein großes Dankeschön an das ganze Team und auch an die Techniktrainer und so weiter. Das hat alles richtig Spaß gemacht und deshalb waren wir auch hier. Nächstes Jahr dann wieder? Auf jeden Fall nächstes Jahr wieder. Dann ein bisschen verändertes Team. Ein paar müssen raus, weil die Altersklasse dann halt etwas höher ist. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall schon aufs nächste Jahr alle zusammen. Da freuen wir uns auch schon drauf. Ich würde sagen, wir stürzen uns jetzt gleich einmal ins Getümmel, denn hier geht es wie gesagt gleich los. Ihr schaut euch morgen nochmal die Highlight-Sendung an mit den schönsten Bildern hier aus Nesselwang. Und ja, bis dahin tschüss und auf Wiedersehen. Yeah!